Viele, viele bunte Cop-Designs und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Wir sind auf dem Rally-Adventure. Wir spielen wieder mal Cops vs. Racer in der Offroad-Edition. Und mit dabei haben wir Andy, Acidburn, Lukas Garde, Lukas370Z, nur 24-Stunden-Racer, Kurus, Bad Boy, Chopsui, Drift Panda, NCIS und Zero. Grüßt euch. Hallo. Moin. Hallo. Hallöchen. Hi. Reicht ja gerade im Hintergrund so ein Handy-Störsignal. Das ja, habe ich ja schon seit 100 Jahren nicht mehr gehört. Ich dachte, moderne Handys machen das Problem nicht. Wer ist da mit dem Nokia 3310 unterwegs? Ich frage mal in die Runde. Ja, ich meine, es bewährt sich. Gerade wenn man jetzt in so einem sandigen Gebiet unterwegs ist, da muss man auf bewährte alte Technik setzen. Auf die moderne kannst du ja nicht mehr. Ich habe es tatsächlich noch neben in der Schublade liegen. Ja, perfekt. Ja, mein erstes Handy war tatsächlich ein 35 irgendwas. Aber das ist so ein ähnlicher unzerstörbarer Schinken. Wie auch immer, ja, ihr seht viele, viele bunte Fahrzeuge, einfach weil das ja bei Offroad schon fast Tradition hat, dass die Designs nicht laden. Das sieht bei jedem natürlich ein bisschen anders aus, deswegen, ja, das ist die Überraschung. Wir haben ja immerhin das Blaulicht, was signalisiert. Das sind die Cops. Wir haben einen Bronco mehr, das probieren wir aus, weil wir tatsächlich einen Racer weniger haben, nämlich nur 3 Stück. Und wir gucken einfach mal, wie es ist. Und apropos Racer-Fahrzeuge, da stellt einfach jeder Racer ganz kurz nochmal sein Fahrzeug selber vor. Ja, ich fahre den Subaru STI 209 mit, ja. Und wer ist ich? Ferrari. NCIS, sorry. Ja, dann Lukas370Z im Buick Grand National Offroad Experiment. Was hast du mit deiner Hinterachse gemacht eigentlich? Hast du durchgebrochen? Auch. Die hat er rausgestellt. Ja. Bisschen auf Offroad, bisschen breiter, Stabilität. Ja, okay. Ja, ich ganz klassisch Rally-Style im Lancia 0730 Stradale, wobei so ganz Stradale ist er natürlich nicht mehr. Ich habe ihn quasi wieder zurückgerüstet auf Rally. Und ja, damit versuchen wir unser Glück. Und dann würde ich sagen, let's go. Viel Spaß an alle. Da wollen wir uns nicht gleich am Anfang kaputt crashen. Ja, schon lange nicht mehr hier gewesen. Das wird auf jeden Fall jetzt eine lustige Nummer. Ich brauche nur mal die weite Sicht. Ja, das wird. Ja, es gibt eine kleine Regelanpassung auch nochmal, abseits, dass es noch einen weiteren Bronco gibt und natürlich einen Racer. Ups, da darf ich ja gar nicht lang, wenn ich noch gar nicht voll. Oh, doch, am Anfang darf ich es. Kleine Regelanpassung, und zwar bezüglich der Kaffeepause, der übernehmbaren Regel, die wir neu in C4R Academy eingeführt haben. Und zwar ist es so, dass wenn man verfolgt wird, während der Kaffeepause darf man sich nicht reparieren. Sollte man das aber schaffen, obwohl die Kaffeepause abgelaufen ist, zu entkommen, es geht los in 3, 2, 1, go! So, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall sollte man das schaffen, zu entkommen, und die Kaffeepause ist aber bereits abgelaufen, dann kann man sie tatsächlich nachträglich quasi nachholen. Genau. Falls das überhaupt passiert. Ich glaube eher nicht. Normalerweise ist es so in Offroad, dass wenn man einmal verfolgt wird, dann ist die Frage nur, wie lang man es wird und nicht, ob man entkommt. In der Regel. Generell bei CVR. Ja, CVR kann man schon gut entkommen, aber jetzt hier eher selten. Halt einfach, wenn gerade die Brokos dran sind, sie durchs Abkürzen, ja. Ja, die sind halt, das sind halt die Cayennes aus FH4, ne? Sind halt einfach, Ich treib mich einfach mal ein bisschen im Bronco-Gebiet rum, im Nordosten, Nordwesten. Aber ich versuche jetzt einfach wieder mal möglichst südlich zu kommen und dann gucken wir mal. Aber was ich noch sagen muss, ist, ich gucke mir ja gerne die vergangenen FA4-Folgen an, ne? Und so bei einer Safety VIP konnte ich mich in einigen Sekunden nicht davon abhalten, mich tot zu machen. Wo dann. Ja, Glückwunsch, dass du wieder reanimiert wurdest. Okay. Naja, das Ding ist, da was an dem Todlauf warst du praktisch dran schuld, weil vorne die Vorfahrer der Limo-Eskorte, das war bei Safety VIP, ja. Haben geplatzt wie verrückt und
Dann Aragos hat gesagt, immer diese Leute, die rumschreien, aber nicht sagen, was los ist, ne? Und du dann so. Ich war fertig. Ich finde, das habe ich sehr detailliert aufgeschlüsselt. Ja. Und dann dein Satz so. Okay, Bronco im nordöstlichen oder nordöstlichen Offroad-Gebiet, ja. Nee, aber nordöstlich halt, ne? Please tell me more. Ich halte mich da mal weiter auf. Ich guck mal, wer so kommt. Ja, und du dann so irgendwann noch danach. Wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr diese Kommunikationssprache beherrschen. Ja, bitte. Das ist auch so. Also ich hoffe, dass bei den Einstelltests, was ich auch nochmal sagen muss an der Stelle, die ich ja nicht mache, netterweise übernehmen das ja viele fähige Leute, wo ich mich nicht dazu zähle, zu den fähigen Leuten. Unter anderem Lukas hier. Die prüfen das auch, glaube ich. Also so war das mal abgemacht, ne? Also ich prüfe da zwar was, aber als fähige Person würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ja gut, also dann bist du halt von den fähigen Personen die weniger fähige Person, aber... Also diese Sprache... Aber solange diese Kommunikationssprache geprüft wird, ist doch alles gut. Nee. Ich hab bis jetzt auch keiner geprüft. Musst du doch mal stoppen. Dann würde ich jetzt auch sagen, dann unterhalten wir uns jetzt auch weiterhin so. Evo im Ich bin gerade mit dem Wasserfall, sehe aber niemanden hinter mir. Verfolgung, Hilfe! Da haben Evo im südlichen Bereich bestimmt worden. Ah, Bronco doch noch bei mir in der Nähe. Nein, geh weg! Ich will dich nicht. Du bist zwar kein Bronco, aber du bist trotzdem schlimm. Aber ich wünsche mir irgendwie immer noch so einen Zusammenschnitt der Karrieresprünge aus FA4. Ja, kannst du dich ja gerne mal dran setzen, das alles rauszuschneiden. Hast du ja laut gesagt. Das hast du nie mal gemacht. Weil ich finde das immer so amüsant, wenn du dich oder wenn ihr euch erschreckt, wenn dann so ein Evo, wenn so ein Cayenne kommt, so. Also irgendwo in meiner Nähe ist noch ein Bronco, ich bin weiterhin im Nordwesten im Offroad-Gebiet. Ja, also ich fahre mit meinem Evo. Jetzt bist du im Nordwesten. Weiterhin. Ja, ich müsste im Westen sein. Ja, weil das ist da, wo der Osten nicht ist, habe ich mir mal gemerkt. Ja, genau. Ich bin mit meinem Evo da an dieser... Wo ist das? Diese komische Dünen... Ui, okay, Kacke da war ein Evo. Ja. Ich glaube, die fokussen mich. Ja, und mich haben sie dann, wollen sie dann als zweites Opfer. Finde ich super. Oh, das war der Presi. Ja, 11% Motor, alles gut. Alles easy. Ja, was man vielleicht noch sagen kann zum Aufdröseln, also Andi nur 24-Stunden-Racer und Acid Burn sitzen im Bronco und Pluto ist wie immer Präsident und sitzt dementsprechend auch im Präsidenten-Evo. Der Rest dann in den normalen Evo-Einheiten. Und das wird dann ein bisschen durchgetauscht, wenn wir dann Racer sind, genau, wir sind jetzt schon Racer, wir dann Cops sind in der nächsten Runde. Dazu dann aber mehr, wenn es soweit ist. Ach, Evo, geh doch weg. Ich will dich nicht. Ja, ich bin mit dem Evo in dieser Dünenstraße da. Also ich bin weiterhin mit den Cops im Norden, jetzt auf der nördlichen Schleife. Nochmal eine kurze Frage. Bei wie viel Motorschaden ist man raus? Bei 80 oder mehr? 90. Lol. Alles klar. Ja, ich kann leider jetzt den Flughafen. Also ich fahre Richtung... Au, den habe ich nicht gesehen. Staudamm. Jetzt ist Staudamm. Geil. Okay, nee, ich drehe... Oh, 44 Motor schon. Oh. Was warst du? Blödsinn. Deswegen. Ja, ich muss mich mal konzentrieren. Immer. Wie immer. Aber eigentlich ist Ray immer der, wo Blödsinn macht und schnell down ist, ne? Oh, da war nee, da ist mir nicht in FA5 eigentlich. Oder zumindest mal nicht im Offroad hier. Im Offroad muss ich sagen, das tut mir jetzt auch leid schon an die Zuschauer. In der Regel sind meine Racer-Sichten super. Ziemlich langweilig. Weil einfach meistens nichts passiert. Weil meistens mal die anderen. Weil dich keiner verfolgen will. Ja.
Ich will halt nee, weil ihr meistens vor mir verfolgt werdet. Irgendwie jemand ist ja gerade runtergeflogen. Ja, hast du ich genau bin gesehen. Was ist gerade runtergeflogen, aber es ist also ein anderer Spieler. Ist schon mal gut, das heißt, wenn ich einen anderen Spieler sehe, bin ich schon mal mit irgendjemand nicht mehr gesynkt. Sehr gut. Oh, jetzt also ist das die synkt, ja, vielleicht. Also ich bin mit meinem Evo, was ist das, der Steinbruch? Ja. Ich komm gleich zur Horizon Tour. Ja, mach bestimmt das. Respawnt sich da einer und versucht mir entgegenzukommen. Ja, dich sehe ich doch. Versuch's doch da bin ich ganz nicht weit weg. Wir haben gerade, glaube ich, Trockensaison, ne? Ja, das ist ein bisschen unser Nachteil, weil nasser Untergrund würde unseren Reifen gut tun. Aber einfach ein bisschen mehr Offroad fahren, dann geht das schon. Das ist ein tatsächlich guter Tipp. Ich war schon die ganze Zeit Offroad, fast eigentlich nicht. Also. Ja, ich bin den Dings-Pass da lang gefahren. Teufelspass. Ja. Canyon, Gedöns da, ja, das. Autsch, Leute, also mit Offroad angreifen. Naja, gut, Broncos dürfen es, okay. Ja, sie dürfen es, aber eigentlich wollen wir es nicht sehen. So mehr oder weniger habe ich so den Namen im Kopf. Da, wo du gerade warst, ist der Teufelspass. Da gehen mal den anderen. Was? Nee, Teufelspass. Teufelspass ist der Pass und das andere ist der Canyon, glaube ich. Achso, Oder Canyonstraße oder so. Ich glaube, wenn ich richtig Schwierigkeiten hätte, wäre mit der Stadtmap, weil zu viele Straßen, aber einige weiß ich trotzdem. Und wenn nicht, dann überschreibe ich es einfach, wenn ich keinen Plan habe. Wir fahren garantiert nicht Richtung Staudamm, da sind Wände, das machen wir nicht. Ja, ich fahre mit meinem Grad zu. Ich fahre mit meinem gerade so Richtung irgendwie Festival, aber da bin ich der Berg hingewandt. Geil. Noch eine gute Minute bis Kaffee. Ja gut, Kaffeepause wird bei mir eher weniger. Ja, ich sag's eher für mich. Ich mache ja hier wieder eine Sightseeing-Tour. Staudamm. Der Evo dachte wirklich, ich fahre diese komische Blitzerzonen-Dings dann noch. Fahr wieder Richtung Festival zurück, also Rail, fahr da bitte nicht hin. Egal wo du bist. Oh oh. Ja, das war vielleicht dumm. Okay. Nein. Ja, nee. Nein. Raus? Ja. Nein. Perfekt, dass ich in dem Moment jetzt gerade durch die Tour fahre. Beim Staudamm. Ja, schön, dass ich gerade so mehr oder weniger nahe des Festivals bin, die erst super und Evo am Arsch hab. Nee. Aber siehst du, jetzt ist ja quasi die Kaffeepause für dich doch vielleicht nicht so gut. Für mich? Ja. Jetzt bist du sie los. Ja, wow, gerade respawn. Macht dann richtig Sinn. Ja, jetzt kannst du Burnouts ziehen. Quasi richtig. Ich schau mir jetzt erstmal den Teufelspass an. Hatte ich heute noch gar nicht. Wie war das? Die dürfen ja auch da in dem Dorf spawnen, ne? Auch schon der und ich fahre da. Ja, vor. Ja. Ja, das war klar. Ja, ich habe jetzt 3 Evos am Köpfchen. Nein, 4, 5, alle? Oh, Scheiße. Bist in ein Nest gestoßen. Ja, und ich bin da. Ach Gott, was mach ich da? Wenn man zurückgesetzt wird, ist man raus, ne? Ja. Ja. Hör's hupen. Ja, ich hör's auch. Und jetzt einfach irgendwo hin. Ja, Chat-Signal vielleicht noch. Also. 1 reicht. Jetzt haben die 3 Punkte bekommen. So jetzt haben sie 3 Punkte bekommen. Sorry. Vor allem Einspruch ist halt auch vielleicht nicht unbedingt der richtige Floskel, die man setzen sollte. Also. Das tut mir leid. Mann. Ich glaube, das hat dich jetzt maximal verwirrt, würde ich behaupten. Verwirrungstaktik. Die ist am Start. Oh, so. Ja, also wir erstmal 3-mal und dann 3-mal Einspruch auch noch. So, das ist so. Ah, weiß nicht. Also kurz für die Zuschauer, wir haben uns eigentlich mal festgelegt gehabt, dass wir zwischen 2 Chat-Floskeln wählen dürfen. Die eine muss man halt freischalten, die andere hat man standardmäßig.
Eben die eine ist hier, wie ihr jetzt seht, ist das Hip 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 und weg bin ich. Und das andere ist und wieder ins Gras gebissen. Oder und es hat schon wieder einer ins Gras gebissen, irgendwie sowas. Wieder einer ins Gras gebissen. Ja, genau. Und die eine dieser zwei sollte man halt wählen. Oh, ich habe Bronco hinter mir. Ja. Aber drei Mann in Einspruch jetzt gerade, dann war es ja quasi ein Dreispruch. Ah, hast du aber recht. Mathe Leistungskurs. Ich bin mit meinem Evo, keine Ahnung, wo bin ich hier? Irgendwo im Norden, Richtung Süden, ich weiß nicht wo. Viele Palmen überhaupt und ob das viele. Ja, Palmen, ich bin mitten in der Wüste. Ich erwarte direkt gleich mehr Einheiten an mir dran. Nicht nur den einen Bronco, aber. Ja, ich riech, dass mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder irgendwo die Evos entlang kommen. Aber. Eigentlich kann man hier richtig schön lange überleben. Ich würde vielleicht nicht in der Nähe vom Staudamm fahren, wo die festen Felsen sind. Ja, ja, oder war überhaupt, wo über irgendwas Festes ist. Ja. Der Rauch hat mir jetzt, oder der Sand, der aufgehört hat, mir jetzt gerade einen Arsch gerettet, weil ich schon gesehen habe, vor mir ist eine Rauchsäule, der wird gleich was entgegenkommen. Ja, ich bin wieder am Dorf. Immer, super. Ach, Mann. Ja, was die Verwirrung angeht, das ist mein Spezialgebiet. Wenn Verwirrung, dann bin ich voll dabei. Ich werde mir später nochmal bei denen entschuldigen, dass ich. Ja. Jetzt habe ich ja doch ein bisschen Action. Sie ist einmal wieder mal beschweren, der typische Ray einfach wieder. Ja. Wie der Ray, der heult immer nur rum. Ist unerträglich. An sich sind die Formate ja echt toll, aber der Ray geht gar nicht. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr halt solche Kommentare schreibt, dann lache ich einfach nur. Also ich lach mehr darüber, wenn du dich immer in deinen Folgen beschwerst, so. Ja, aber nee. Ganz ehrlich, ich wäre dann jemand, ich würde es aus Prinzip dann die ganze Zeit weitermachen. Einfach, ganz ehrlich, ich denke so, ja, okay, klar, manchmal ist es vielleicht nervig oder ist es wirklich dann schon grenzt an nur noch rumheulen, aber andererseits denke ich immer so, es ist eine Art von Emotion und es ist doch auch so ein bisschen dieses, man leidet doch und ja, ich bin halt, was das betrifft, eigentlich eine sehr offene Socke, nenne ich jetzt einfach mal. Ja, dass ich halt meine Emotionen freien Lauf lasse. Sei es von Freude über ja, Heulen, wenn man es so nennen will, über Aggression, wie auch immer. Aber das muss man doch so ein bisschen mehr als eben genau das verstehen, als Emotion. Und, ja. Freude. Aber gut, wer darauf nicht klarkommt, alles gut. Ihr müsst ja nicht schauen. Nur ich finde, was sollen wir solche Kommentare sagen. Also, das hilft dem Format nicht, weil es hat ja mit dem Format nichts zu tun. Damit kann ich das Format nicht weiterentwickeln. Ja, und ich werde mich als Mensch gewiss nicht verbiegen, nur weil gewisse Leute mit Emotionen nicht klarkommen und lieber eine sterile Geschichte erleben möchten. Keine Ahnung. Also deswegen. Aber ja, wie gesagt, ich lache darüber. Ihr könnt solche Kommentare schreiben. Es bringt mir halt nur nichts, solche Kommentare. Ja. Was auch noch ganz lustig war damals in FA4, wie immer, bei einer Verfolgung, wo du einen Kommentar vorgelesen hast, so, Ray, du bist der schlechteste Cop aller Zeiten, du hast ihn ja gar nicht gerammt. War total lustig. Ich weiß nicht. Das ist super. Seilbahn, die ist mir noch nie aufgefallen. Boah, ja. Ja, die ist mir auch übelst spät erstmal aufgefallen. Und vor allem, wo sie halt hingeht. Alter, diese Evos hätten mich beinahe da, diese Partner, diese eine Tipp runtergeschmissen. Alter, verdammt. Nee. Also, ich bin aktuell jetzt in die Steinbruchstraße reingefahren. So ja, ich bin. Ich glaub, ziemlich ich viel an mir dran. Also. Ich bin am Staudamm. Boah, da war ein Raptor im Weg. Ach. Also, ich fahr jetzt gleich an deinem Haus vorbei. An meinem neuen Haus, ja. Ja, das ist noch nicht ganz fertig. Die ersten Mauern vom ersten
vom EG stehen, aber ja, leider noch nicht. Ja. Und ich musste an der letzten Multiplayer-Folge in Alpha 4 musste ich einfach jedes Mal heulen. Hat er nicht. Stewie hat er, glaube ich. Ja, ich glaube, Stewie war es. Aber es hat Broncos, die durch die Gegend fliegen. Ja, geil. Mir ist vorhin auch eine auf dem Dach gelandet. Beziehungsweise vor der Folge wurde noch gesagt, sollen wir es mal probieren mit 3 Broncos. Und dann war die Aussage, ja, die überschlagen sich doch eh. Ja, da hatten wir jetzt gerade die Beweisaufnahme. Richtig! Wo bist du gerade mit der Verfolgung? Gerade wieder eher Richtung Wüste. Aber wie du sagst, eigentlich soll ich nicht Richtung Staudamm fahren. Ich glaube, ich biege echt Richtung Wüste ab. Ja, ich bin in so einer Trittzone. Oh, da, ich nehme einen Sprung. Sprung ist ja erlaubt. Juhu. Hallo, da. Nur die Federung macht sehr. Ding ist nicht gerade sehr hoch gefedert. Ja, das tat weh. Meine Ordnungsfederung ist auf dem Maximum. Meine Reifen, Alter. Okay, das könnte hinten raus halt wirklich das Problem sein, dass die Reifen nicht wollen. Jetzt habe ich mal eine ganz kurze blöde Frage. Waren Offroad-Fehler überhaupt erlaubt? Oh mein ja, Gott! Ja, klar. Ja? Der kam auf jeden Fall ohne sorry, Lukas. Paketverlust an, weil Lukas. Oder von Lukas. Aber ich habe gesagt, ich bin in dieser Driftzone, also ja. Ja, als Driftzone gibt es hier vielleicht 2-3 Stück. Ja, es gibt mehr. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es genau die ist, wie ich bin. Ach, ja, ich bin hier vom Norden reingefahren und ich muss. Ja, ich kenne mich mit den Straßen bei Gott leider noch nicht aus. Ich bin da ein bisschen verloren. Ich gab's hier mal eine Abkürzung, aber wo ist die eigentlich so? War die zugebuchert? Ja, echt? Nee, so. Ich glaube, ich bin gefühlt an der vorbeigefallen, aber ich wollte sie nicht nehmen. Ich weiß auch nicht, ob sie das war. Es gibt ja halt so viele Abkürzungen, ne? Das ist halt das. Welche ist es? Auf jeden Fall gehen sie nicht am Reifen erfolgt und gleichzeitig mir ist nämlich keiner hinterher. Ja, das Problem ist, wir werden die Reifen, glaube ich, irgendwann jetzt nicht mehr mitmachen. Und da hat sich der Evo überschlagen. Jawohl! Perfekt, Evo, hast du gut gemacht. Geht doch weg! Nee, ich will nicht kuscheln. Mann. Nein, nein. Sehe lauter du hast. Du hast nur 2 Leute an dir dran, also so schlimm kann es nicht sein. Boah, Mann, ich bin gerade dieser komischen den habe ich jetzt übersehen. Nummer da, wo ganz, ganz viele Steine und Wände und Canyonstraße. Das ist halt die große Frage, wo ist denn der Weg hier zurück? Die haben mich gerade auf einen nicht eingezeichneten Weg geschickt und ich weiß überhaupt nicht, wo der lang geht oder wo ich hier wieder rauskomme. Hier ist was. Boah. Sieht das gut aus? Ja. Wird. Wo ist der Weg hier raus? Wo bist du denn hier? Boah, ich hab die goldene Idee. Ich fahr jetzt mal zum Flugplatz und einmal den Runway rauf und runter. Geil! Mach mal, was will ich sehen? Ich komm. Du bleibst mit deinem Kopf mal ganz weit weg. Das ist eh schon ein Kopf-Respawn-Punkt. Was? Flugplatz? Echt? Okay. Ja, Flugplatz. Tour, Festival und Dorf. Ach, Evo, geh doch weg, sag mal. Nee, ich will nicht mit dir kuscheln, hau ab. Boah. Oh, das ist gar kein Weg. Das ist eine Sackgasse. Ja, manchmal ist das mit den nicht eingezeichneten Wegen auch ein bisschen selbstverwirrend, muss ich sagen. Ja, das ist wahr. Aua! Vor allem, wenn meistens alle Straßen immer gleich aussehen. Ja, Evo, lass mich doch mal auf die Straße zurück. Evo, hallo! Regeln sind mal wieder optional voll dabei. Der Evo will mich dann auf die Straße zurückfahren, der Säckel. Geht doch weg! Jetzt fahr ich doch in das Gebiet, wo ich nicht fahren sollte. Ist egal. Wo ist denn das hin? Oh, das war... Nein! Ich bleib an der Leitplanke hängen! Ich hasse Leitplanken! Och, das ist doch jetzt ein Witz. Oh nee, die Leitplanke ging nicht kaputt. Och nö. Viel Schaden. Ganz schnell vom Flugplatz weg hier.
Ah, ist klar. Ach, ist das schade, ey. Und so viel zum Schaden? Eigentlich hat der Bronco gefailt, weil er über mich geflogen ist, weil ich so flach bin. Und ach, das ist natürlich jetzt blöd. Wo spawnen wir überhaupt? Ich bin, glaube ich, noch nie festgenommen die, worden. Die großen Ränder, die? Alejandra. Okay. Achso. Ich bin, glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals hier festgenommen wurde. Ja, dann habe ich, glaube ich, schon mal einen Fehler gemacht. Ich habe keine Ahnung. Oh, es ist bitter, ey. Diese scheiß Lange ging nicht kaputt. Eigentlich müsste ich mich jetzt selbst verhaften, weil ich habe mich unerlaubt irgendwo auf dem Web teleportiert, anstatt bei den Rennen, aber woher soll ich das egal. Wissen? Woher sollte ich das wissen? Ich war also sowieso ja sowieso in der Demo da. Also, ja, ich hatte direkt wieder die Demo. Nicht öffentlich. Da war ein Bronco. Nee, geh weg. Nee. Ich hab Bronco. Scheiße. Nein! Ach Gott! Nein! Komm, du musst nur noch 7 Minuten mit Overtime überleben. Schaffst du. Ja, ich hab jetzt 55, 46. Ja, mit dem Stimmt, Subaru. Overtime hätte ich auch noch gehabt, dann hätte ich es wahrscheinlich eh nicht geschafft. Also ja, bis zu Overtime vielleicht schon. Ich hätte halt da nicht hinfahren dürfen, aber. Ja, ist ja auch irgendwie scheiße, wenn du dann die gefährlichen Zonen nie befährst. Dann also meine, irgendwo Staub in der Wüste, sieht nicht so aus. Also meine stärksten Autos momentan sind der SCE, den ich gerade fahre, der eigentlich doch gut ist, wenn man ihn bedienen kann, und der M8. Und den kriege ich wahrscheinlich, ja klar, das steht in Evo. Nee. Ich glaube, den M8 bekomme ich nicht auf 1,8 runter, ohne... Ich glaube, das habe ich in CVR bisher noch nicht geschafft. Ich glaube, den habe ich mal auf Heckantrieb umgebaut, dann ging das. Wow. Ja, in Offroad darfst du 2,2 haben. Da wird er gehen, ja. Ja, der wiegt ja standardgemäß 2, irgendwas. Wow. Der R8. Der M8. M8. Da hupt's. Oh, eine Minute. Du hältst ja aber nicht lang durch, du. Ja, aber es schaltet doch viel aus. Also das Rennen erstmal machen. Ab 4 Stück ist ziemlich rekordverdächtig hier, oder? Ich glaube mehr. 6 Stück war, glaube ich, Rekord hier. Echt ein Offroad? Okay. Ja. Lol. Boah, hinterlässt das Rauchen. Oh, das hinterlässt ja ein. Oh, was das aber hinterlässt spannend. Ja Dampf ohne Ende. Was aber spannend ist, dass bei Andres Retro-Folgen ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Ich glaube, sie werden angesehen, aber der Folgentitel sagt ja alles. Ja gut, ist halt manipuliert. Wenn ich nicht dabei bin. Stand halt alles im Skript, ne? Nur halt. Du hast. Ach nee, komm echt jetzt. Ich hab natürlich jetzt auf die letzten Sekunden nochmal ein Evo gefunden. Du hast auch verpasst, dass Andi in der Folge Pluto damit. Was fährt denn da hinten? Da ist noch ein Bronco, du siehst mich nicht. Er sieht mich, scheiße. Ja, aber die werden jetzt keine zwei Verfolgungen versuchen, oder? Weiß ich nicht, er ist spannend, auf jeden Fall mal hinter mir. Ja, ich glaube, der Evo hat, glaube ich, schon bei mir aufgegeben. Auf jeden Fall ist jetzt Overtime. Okay, ich werde auf jeden Fall nicht verfolgt. Oh, ja, natürlich fahre ich frontal in den Reihen an. Ja. Bronco, glaubst du ernsthaft, du könntest mich jetzt noch hier kaputt machen in 5 Minuten? In der Wüste. Nee, ich glaube, die gehen voll auf dich. Ich glaube, die... Der Bronco, was der taktisch auch schlau ist, muss ich sagen. Wo geht's hin, wenn man... Ja, nee, ich hab... Fertig ist? Ja, einfach anhalten und... Beobachten, alles klar. Ja, ich seh dich. Da bist du. Ach Gott. Ich sag nix. Darfst du auch nicht. Ja. Aber was Schweigefuchs ist kennst du? Kennst du Schweigefuchs? Ja. Aber was ich genau sehe, der. Ist erschreckend. Vielleicht hätte ich jetzt mich eher irgendwo. Ach, warum ich mach das anders? Entschuldigung, Übertragung geht gleich weiter. Ordne mich jetzt einfach irgendwo. Hallo, bist du da oben? Moin. Ja, bist du aber auch weg. Näher, dann einfach weg. Oh mein Gott! Alter, war das ein Jumpscare! Da kam ein anderer Bronco über die Klippe und ich war genau am. Gerade
Der ist über meine Motorhaube gesprungen. Meine Motorhaube war die Schanze. Ja, der eine Bronco ist auch über mich drüber gesprungen. Dann kam die Landflanke. Und du jetzt. Was stand der? Drohnenmodus aktiviert. Out. Wo ist der Drohnenmodus? Bist du deine los, Ray? Wie bitte? Bist du deine los? Der hat doch die haben mich nicht verfolgt, hab ich doch gesagt. Die sind komplett auf dich gegangen, was ja auch schlau ist, weil zwei hätten die niemals geschafft in der Overtime. Du bist so, wahrscheinlich der einfachere Snack wie ich. Also ja, mein Fahrzeug nicht mehr, also, ne? Ja, weil ich ja Mittelmotor hatte. Ja, weil Frontmotor ist immer so schnell tot. Aber beweis ihnen das Gegenteil! Ja. I try my best. Hier sehen Sie live eine Highspeed-Verfolgung im Gelände. Boah, warum lenken die Karre gerade gar nicht mehr? Meine Frage an die Zuschauer: Hättet ihr mal Bock, ausnahmsweise eine Folge zu sehen, wo ich mal eine CVR-Folge, es muss nicht Offroad jetzt sein, aber das tat weh. Oh nein, wie bitter! Weißt du, so ein Glück haben wir nie, wenn wir Cops sind, oder? Ja, der Evo springt doch ohne nach, Scheiß, oder? Wie oft haben wir schon geile Überschläge gehabt, aber wir haben es nie geschafft, dass er resettet wird. Ja, nee, aber um die Frage noch zu Ende zu bringen, hättet ihr mal Bock, so eine Special-Folge, wo ich tatsächlich mal eine komplette Runde wirklich aus der Drohnensicht quasi mache? Also gerade vielleicht City-CVR würde sich anbieten, da würde ich dann halt als 11. Teilnehmer einfach mal, ja, mal das Geschehen nur aus der Drohne verfolgen oder so. Hättet ihr da mal Bock drauf? Einfach mal Bescheid geben, wenn natürlich da kein Interesse besteht. Also gerne auch, wenn ihr dagegen seid, vor allem auch was sagen, nicht nur dafür. Würde mich mal interessieren. Egal, auf jeden Fall, das soll es gewesen sein. Jetzt gibt es noch eine zweite Runde. Da werden wir drei auf jeden Fall jetzt zu den Cops gehen und die neuen Racer werden sich sowieso gleich selber vorstellen. Deswegen machen wir das einfach so. So, und da haben wir die drei neuen Racer-Fahrzeuge und wie gesagt, die stellen sich jetzt einfach direkt mal selbst vor. Hugo sitzt im MG6 X-Power TCR-Auto. Ja, Andi führt den Ford GT mal da aus, wohin gehört. Und der 024-Stunden-Racer fährt den Cayenne, der in der Stadt schon recht gut unterwegs war. Ja, ist ja auch ein Stadtauto. Ja, also Semi-Slicks, ganz ist easy. Ja, also bist du Semi-Slicks unterwegs? Irgendwie dann muss ich mal, ja, wo wir dich hindrücken müssen. Schön immer in die Wüste und so weiter und so fort. Naja, gut, verlieren wir keine Zeit und beginnen direkt die zweite Runde. Immer diese provokanten Aktionen. Wahnsinn. Naja, gut, zum Glück haben wir den ursprünglich geplanten Präsidenten ausgetauscht, weil derjenige ist gerade mit dem Hund Gassi und der neue Präsident, der, ja, leg mal los, ne? Ja, und zwar mache ich die Einteilung von Fahrtrichtung aus gesehen links nach rechts. Das heißt, der Evo ganz links bitte in Richtung Teufelspass, dann der nächste Evo die nördliche Schleife, dann der nächste Evo bitte so Canyonstraße und Feldstraße. Dann der Evo, so Staudammstraße, Wüstenstraße. Dann ich im Präsidenten-Evo werde Hauptstraße, Steinbruchstraße übernehmen. Und der letzte Evo dann noch so südliche Straße, Festivalbereich. Bronco Nummer 1, dann bitte ins nordwestliche Offroad-Gebiet. Dann der zweite Bronco in die Wüste und der dritte Bronco Steinbruch eins, und Festival Süden. Sorry fürs Reinreden. Aber jede Sekunde zählt. Perfekt, erster Sprung, 16% Motorschaden. Man kriegt's. Ich hatte es aber auch gerade mit dem Bronco. Ich bin gerade von dem Rollfeld runter und dann, keine Ahnung, ob das eine unsichtbare Kollision da war zwischen den Bergen, wo ich perfekt eingehämmert bin. Jedenfalls hatte ich da gleich 18% oder so. Ja, aber der Bronco fährt sich doch erstmal 30% richtig gut. Wieso? Halt eh zu viel Leistung. Doch mit eingerechnet. Zylinderabschaltung mal anders, ne? Ach ja. Und natürlich Bambini-Taktik. Es sei denn, wir stellen uns ganz gut an, dann können wir vielleicht mal auf eine Zeitverfolgung erhöhen. Können wir auf F-Jugend-Taktik umstellen, perfekt.
Der Porsche fährt parallel zur Wüste runter, also auf der Wüstenstraße, also auf dem Asphalt. Das nimmt mich jetzt nicht wunder, dass er auf dem Asphalt fährt. In den Steinbruch ein und bleibt natürlich auch auf dem Asphalt. Gib eher Meldung, wenn er nicht auf Asphalt ist. Ich glaube, das würde uns eher alle schocken jetzt gerade. Also Steinbruch so gesehen nach Westen. Genau. Versuch mal sicher zu gehen, dass er nicht wendet, weil dann kommen auf jeden Fall zwei entgegen. Ja, Lukas, sorry, ich warte kurz ein bisschen langsam, ich muss mich erst fix orientieren. Ich habe noch nicht so die Experience hier auf der Map. Ist jetzt gleich an dem Wheelspin-Startpunkt hier auf der Map quasi, also mit einem Parkplatz. Yes. Frag nochmal kurz nach, Richtung Ost oder Westen unterwegs? Richtung Dorf unterwegs quasi. Okay, okay. Jetzt fährt er in den Steinbruch unfreiwilligerweise. Jetzt warte, kriegen wir den festgesetzt? No, schade. Schade. Also ist gerade immer noch Richtung Westen unterwegs, aber wurde aufgehalten. Auch wieder auf Asphalt? Ja, wieder auf Asphalt. Welche Höhe seid ihr gerade? Auf der Höhe von dem Blitzer, aber im Steinbruch. Also sehe ich euch. Gleich. Wir sind alle drei. Nach Westen da so Szene. Gott, ja. Jetzt raus und bieg links ab Richtung Süden. Ja, ich muss kurz gerade aus. Das Häuschen. Ja, ich muss, sonst hätte ich das Häuschen mitgenommen. Genau, dort weg. Jetzt Wasserloch durch. Ja, call du weiter. Dann kann ich querfeld einfahren. Fährt auf die südliche weiter Richtung Süden. Vorbei am festen Baum. Ja, Motor treffen, ne? Kannst du von der Seite ja auch. Heilige Tür, gleich Motor. Fährt den Dirtweg in das Dirt S. Ja, weiter Richtung Süden. Kennst du gerade nicht den neuen Antriebsding? Es gibt Frontmotoren, Mittelmotoren, Heckmotoren, Türmotoren, Spiegelmotoren. Scheinwerfermotoren. Ich komm euch entgegen. Der hat alles schon mal gehört irgendwo. Wir hatten eingezeichnete auf der südlichen Richtung Westen. Das ist die Frage, was? Irgendwie, ja, total Treffer, oder? Bei mir war nur gestrichen. Ja, alles gut. Ich sag ja, man muss irgendwie gucken. Irgendwie weiter südliche Richtung Westen. Ich glaube, die seitlichen Treffer bringen, glaube ich, nicht so viel. Die seitlichen ist schon. Schaffen wir es ihn vielleicht auch? Ich habe den MG in die. Dranbleiben, wenn es geht. Ja, alleine mal an dem dranbleiben, in die Felsen am nächsten vielleicht. Ja, ja, ich versuche gerade irgendwie davor zu kommen, aber. Na, sorry. Das ist gerade nicht. Werde ja gerade vorbei. Ah! Selbst verarscht. Ja, auf jeden Fall mit Fenster über Motoren schon mal kaputt. Ich glaube auch. Weil immer noch südlichste kommen gleich. Wenn wir noch die Klima kaputt kriegen, dann erstickt er einfach. Jetzt wieder beim festen Baum. Komm, jetzt gegen den Bagger mit dir. Ah, hat nicht ganz geklappt. In der Traumvorstellung habe ich das auch so jetzt gesehen. Dass und fährt wieder den Dirtweg in Richtung Hauptstraße. Die 5% oder mehr haben, wenn er jetzt gerade ausfährt, könnte man. Ne, er macht er natürlich nicht. Fährt aber auch wieder auf die Steinbruchstraße, in dem Fall jetzt Richtung Osten. Wollt man runterschmeißen, dass er nicht mehr auf dem Asphalt ist? Oh ja. Ja, wäre eine Option. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich vor ihnen komme. Ich glaube, es bringt jetzt nichts, dass sie hinterherfahren. Das können die Evos machen. Broncos müssen einfach gucken, dass wir vor ihnen kommen. Ja, ich will noch versuchen, ihn hier. Ja, ah, ist gut. Oh mein Gott! Der ist auf der Straße einfach zu schnell. Oh doch, jetzt vielleicht. Da sind wir wieder beim Überschlag, Bronco. Ja. Komm runter mit dir! Jetzt auf einer uneingezeichneten Dirtstraße, die parallel zur asphaltierten Richtung Osten verläuft. Müsste jetzt wieder auf Asphaltierte kommen. Natürlich, ja. Genau. Also wieder Steinbruchstraße Richtung Osten. Ach Gott. Natürlich. Vorsicht, ich komme euch entgegen. Das war lustig. Ui! Wie viel Zeit ist schon vergangen? Das hat nicht viel. Kommt wieder zurück auf die Straße, weiter Steinbruchstraße Richtung Osten. Kommt gleich zur Kreuzung mit der Wüstenstraße. Und
der Welt. Er will unbedingt südlichste. Jetzt hat bloß die Füße zulassen. Ein Silo. Das legst du mal nach. Das war okay, ich sehe viel mit nix. Auf dem Weg stehen. Ja, da stand harten Weg. Sorry? Na. Fährt Wüste. Ich bin aber auch so ein schlechter Bronco gerade. Ich aber auch gerade, also. Wüste von Süden nach Norden. Hallo Prisi. Ja, ah, schade, er war gerade gut ausgebremst. Oh. Ja, wollen ich bremse den eigenen aus. Oh, Mann! Wir, lass uns drei Broncos hier geradeaus fahren, wenn er nicht geradeaus fährt. Okay, er fährt auch geradeaus. Fährt geradeaus. Also fährt die Abkürzung in der Wüste. Ja, kurz gedacht, ich kann auch langsam keine Power. Ja, da war ich auch fast gerade an. Du? Entschuldigung. Ist jetzt in der Wüste gleich beim Blitzer. Jetzt beim Blitzer. Weiter Wüste Richtung Norden. Oh Gott. Da bin ich ja gar nicht raus. Staubbrücken folgen. Jetzt Blitzerzone. Wer bist du das hier vor mir? Ja, ja. Ist jetzt im Wüstendorf. Drei Sprünge mitgenommen, 73 Motor. Nice. Ich habe einfach keine Power mehr, ich kann nicht mal vor ihnen fahren. Ja, ich bin zu weit weg, um zu helfen. Das ist super. Komm jetzt aus der Blitzerzone in der Wüste raus, aber weiterhin immer noch in der Wüste. Ja, 22, 23, 24. Perfekt. Alleine. Okay. Gut. Einer kriegt was hin. Einer ist aus der Wüste raus und er fährt der südlichste. Sehr stark auf jeden Fall. Moin. Ja, aber Kuro kann ja auch nichts außer E-Sport-Setups. Ja, ich habe seinen Fahrstil gerade zu spüren bekommen. Ich bin ständig Handgebremse und. Fährt hier in den Häusern durch, kommt wieder auf die Straße. In der Nähe ist nichts zum Reparieren, ne? Das ist kacke. Irgendwie fehlt hier der Bikepark als Reparaturpunkt. Ich bin jetzt immer noch. Der hat gesessen. Ah, nee, das war wieder mehr am Spiegel als am Motor. Das bringt so nichts. In den Spiegel. Wir müssen mal irgendwie. Ich würde gerne halt mal davor kommen, damit ich ihn ausbremsen könnte, aber. Ich schaff's halt. Sorry. Ich schaff's halt nicht, alles gut. Ich schaff's halt nicht. Ja, wie der Steinbruch auch. Hoch, also könnt ihr jetzt höchstens versuchen, mich mal am Festival und dann entgegenzukommen? Weil der wird ja eh hier langfahren wollen. Ja, probier's. Oder? Also eine andere Option haben wir. Vielleicht fährt er auch noch Richtung Dorf. Also ist er denn ist er gerade im Steinbruch auf dem gestrichelten Weg. Ich muss es jetzt versuchen. Also was aber ich habe halt auch schon 51 Motor. Ist jetzt auf dem Offroad-Weg hier im Steinbruch. Ja, aber nimmt die Abkürzung, also unangezeichnet, am Wasserbecken vorbei. Jetzt auf dem komplett uneingezeichneten. Ja, kommen aber auf dem Dirt Steinbruchweg Richtung. Da! Wieder uneingezeichnete. Okay, aber es sind unterwegs Richtung. Westen. Dirt Steinbruchweg. Wo bin ich jetzt hier? Ja, weiß ich nicht. Ich bin wieder an der Wüste, alles gut. Halleluja. Fährt jetzt Steinbruch gleich raus. Ja. Durchs Wasserloch. Ah ja. Ich flieg genau auf den. Ohne Witz, oder? Fährt jetzt also mein Timing heute ist wieder mal eins mit Sternchen. Fährt den Birdweg mit der Serpentine drin. Im südlichen Bereich. Ja na klar. Ja, super. Das ist, ja. So kann man es auch machen. Kommt euch entgegen. Gibt's diese eine scheiß Lücke, die ihr dann bekommt. Ne? Fährt uneingezeichneten Weg Richtung Festival. Ja, da nicht können so ganz einige reparieren, wenn ja, ist ein Sprung. Er sitzt an der Wand und ich springe zu weit. Ach, ja, natürlich. Das wir, ja. Ah, weg da. Beim Festival drin. Geht im Festival auf jeden Fall eine Ehrenrunde. Das ist halt aber auch mein Kryptonit, als ob ich gegen Porsche Schaden ausheilen kann. Das ist frech.
wo raus? Richtung Driftzone. Ja, ja, okay. Richtung Driftzone. Jetzt müssen wir ihn doch da irgendwo festgeben können, oder? Ja, hier irgendwo in die Wände, oder? Ja, am besten jetzt mal einer, der da am nächsten dran ist, macht einen Angriff. Ja, ich mach gerade. Ray macht gerade. Als ob er, ey, wie viele... So viel Glück kann man nicht haben, wie er. Nee, das ist unglaublich. Jetzt schafft das durch meine Aktion an den ganzen festen Zäunen vorbei. Och, Mann, ey, das ist doch... Ja, aber so viel Glück kannst du eigentlich nicht haben. Doch. Manchmal ist es so. Komm jetzt, ich bremse ihn aus. Es muss doch klappen. Das gibt's nicht. Er boxt sich trotzdem durch, ey. Ja, aber auch. Bleibt mir erstmal jemand hinten drauf. Lol. Die haben halt jetzt gerade nichts Festes. Ja, deswegen versuche ich ihn auszubremsen davor und wenn man da ihn alle zustellen. Jetzt der Truck, ja. Jawohl. Wow. Hinten dran bleiben. Ja, ich, das sind drei jetzt hinten dran. Ja, er schiebt mich einfach weg. Ja, nee, das sind jetzt 5 Sekunden gewesen. Das war leise. Das war nur leise gezählt, aber. Ja, also. Nee. Das war keine Ferrari und Zero bei euch hat es gerade durchgeklungen. Wieder auf Startposten, oder? Bei mir war es ja, mein ja, Spiel, ungefähr. Sorry. Aber ohne Witz, oder wie viel Timing, Pech und Glück quasi auf so ein bisschen gerade aufeinander Fall. Getroffen sind. Also ich nehme es mit Humor, alles gut, aber es ist, manchmal ist es echt verhext. Nee, dann stelle ich gerade ganz kurz was rum. Könnten wir halt auch vorstellen, dass da einer im Teufelspass rumfährt. Oder so. Irgendwas Schnelles ist auf jeden Fall Hauptstraße Richtung Norden. Vielleicht nördliche Ausfahrt Teufelspass. Bist du da das gekommen? Bin ich. Ich guck mal, ich bin der nördliche Schleife. Ich guck mal, ich da finden kann. Das heißt, du bist jetzt an der Kreuzung da oben fest. Ja. Ich kam gerade vom Kauf, nicht auf die Kreuzung. Ich habe Canyon auch gerade was gesehen. Irgendwas fährt ein Canyon rein, ja. Reinfahren von Norden aus gerade einen Kopf. Ja, und auch was anderes gewesen. Was anderes schon müssen. Okay. Also ich weiß nicht, wenn jetzt noch irgendwer Canyon kann ist. Kann einer von Süden aus entgegen? Also Teufelspass meine ich halt, ne? Also ein Teufelspass. Ach, Teufelspass. Nee, Canyon. Nee, ich mein Canyon. Canyon. Nee, Canyon. Das war schon Canyon, sorry, ich verwechsel den mal. Ja, da vorne ist was. Ich weiß nicht was, das könnte MG sein. Falls einer von der ja, Feldstraße kurz vor der Haarnase. Kurz vor der Haarnadel. Aber ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig bis nach unten schaffe. Ich stand oben auf dem Berg. In welche Richtung fährt er raus? Nach Süden oder wie? Er fährt Richtung Feldstraße, ja. Okay. Ist jetzt in der ganz langen, großen Haarnadel drin und fährt sich jetzt wieder raus. Ich bin kaputt. Bin recht weit hinten dran, ich sehe es gerade nicht. Doch, fährt noch weiter. Die Feldstraße muss das sein. Also, Schriftzone da in dem Gebiet oder wie? Nee, ist schon in der Feldstraße. Ja, Feldstraße gibt es eine Schriftzone, ja. Er ist von, schon von viel weiter raus. Jetzt, die, ihr seid, die sind schon viel, viel weiter. Ja, ja, die sind schon an der Driftzone durch. Oder kurz davor. Ich glaube nicht, dass ihr schon so weit seid. Ist hier im Osten von der Feldstraße die Driftzone? Seid ihr da schon durch oder nicht? Ja, da fahren sie jetzt rein. Da fahren sie jetzt rein. Ah, ja. Mehr oder weniger dran. Gleich. Dann komme ich entgegen. Also ich stehe hinter der Gruppe. Ja, Aufzug. Warte. Ich versuche ihn gerade ein bisschen auszubremsen, dass ihr aufholen könnt. Ihr seid noch in der Driftzone? Jetzt ja, in der Haarnadel in der Driftzone. Ah, okay. Okay. Ich stelle mich mal unten an der Kuppe. Also Ausgang, Driftzone, stehe ich hinter der Kuppe. Ah, jetzt auch versuchen wir kurz entgegen zu kommen. Mal durch, ey. Was sagst du denn? Komm nebeneinander. Bronco Power. Falls er die Kurve schneidet, ja, dann müsste also er. Eigentlich, also wenn jetzt Scheinwerfer kaputt gehen könnten, wäre jetzt der eine kaputt. Schade. Bronco Power abkürzen. Ja, das müssen wir auch mehr spielen. Das habe ich gerade eben viel zu wenig gemacht. Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Ja, ein Treffer bekommen. Und der Öffnung schlägt. Ja, ja. Ja. Nein! Ja, ist egal. Wir haben ihn trotzdem, wenn er, nee. Ja. Oh. Wenn er ghostet natürlich nicht. Ich hasse dieses Ghosten, das ist so... Ja, fährt wieder andersrum, also wieder... Feldstraße Richtung Canyon. Ich bin ein guter Treffer. Hätte mitgegeben. Oh ja.
schnell dem Außen den Weg ab. Ja. Vor? Ja. Oh, schade, Ray. Ja, ist egal. Das ist bremst ihn aus. Steht. Ah, ich bin hier. Ja. Ich kann gerade fahren. Hinten jemand? Ja. Oh. 21, 22, 23, 24, 25. Jetzt haben wir mal laut gezählt. So. Ja. Sehr gut. Sehr gut, wieder aufteilen. Wie viel haben wir denn noch auf der Uhr? 13 minus Porsche. 5. Porsche fährt Richtung, was ist das? Richtung. Komm schon. Nee, wir haben jetzt gleich 17 Minuten gespielt. Ja, ja, Chris. Porsche fährt Richtung Hauptstraße, Richtung Norden müsste das sein. Ja, das ist Hauptstraße. Geht Richtung Dorf. Norden. Muss da aber rumdrehen, kam entgegen, ist ein bisschen weiter weg. Ja, immer noch Hauptstraße Richtung Norden ist es gerade so. Das ist eine Riesenbrücke. Da ist er gerade noch vorbeigefahren. Für Dorf schon. Ist wow! Ja, ist da links abgebogen. Yo. Also für dich rechts, Ivo, der entgegenkommt. Sorry, meine Ansagen sitzen hier noch nicht, weil. 6. Ja, ich habe ihn erst nördlich zur Schleife. Ah, okay, da oben schon. Fährt sie mit dem Uhrzeigersinn bis jetzt. Da ist auch der Ford GT, aber ist jetzt egal, wir nehmen jetzt mal den Porsche. Den MG hätte ich auch nochmal. Okay, ja, bleib. Oh, komm, ich will nicht den Wald mähen, das ist doch Quatsch. Ich muss jetzt gucken, dass ich dranbleib an dem. Und seid ihr ungefähr in der nördlichen Schleife? Er ist jetzt in der nördlichsten Ecke gleich, der nordwestlichsten Ecke. Das Problem ist, ich schneide den Weg ab. Ich sehe nur so ganz bisschen. Aber er wird ja auf dem Asphalt bleiben, ne? Ja, was ja, hast ja, du gesagt, ja. Uhrzeigersinn fahrt ihr, ne? Ja, ja, fährt Uhrzeigersinn. Da komme ich entgegen. Er ist jetzt gleich, glaube ich, bei den Wasserfällen, wenn ich es noch richtig weiß. Oder? Ne, das haben wir schon. Alter, das gibt's nicht, jetzt krieg ich die Kurve nicht. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Heute ist echt nicht mein Tag, was Bongo bitte. Also er müsste jetzt gleich im Funkturm da in der Nähe sein, der da ist. Ich hätte jetzt noch den Ford GT mit einem voll harten Hecktreffer, aber wenn wir schon eine Zweitverfolgung haben, dann lasse ich den in Ruhe. Ist am Sprung vorbei, nördlichster Punkt. Nein! Ist das, glaube ich. Hab ihn von 3 erwischt. Wir sind jetzt in der Drift- oder Blitzerzone. Blitzerzone ist er jetzt, ja. Seid ihr im Dirt? Ah ne, da oben Blitzerzone. Okay. Ja, dann war schnell drüber. Ja. Der Bordschleife. Ja, das hat er gesehen. Bordschleife jetzt abschießen. Sorry. Komm entgegen. Warte, ich hätte sonst wieder den Ford GT. Ja, ne, wir haben schon den MG als Zweitverfolgung. Lass ihn Er fährt jetzt in den Schotterbereich Richtung Flugplatz ab. Die Ecke. Wo auch die. Ja, er fährt auch Flugplatz. Er fährt Flugplatz. Wer sich jetzt reparieren kann, der am besten jetzt im Flugplatz, weil da ist er jetzt. Stimmt. Ich hab den. Ja, der fährt kann. Fährt Flugplatz schon durch. Kommt ihr vor ihm? Fuck! Ey, mein Timing ist heute so schlecht, das ist der Wahnsinn. Ja, du schaust einfach weiter. Der wird Staudammstraße, Feldstraße rauskommen. Wir haben jetzt still und heimlich die Imposter Edition eingeführt und ein Imposter, ohne dass ich es weiß, ey. Was ich heute für eine Kacke fahre. Oh! Fällt gerade aus, genau. Ist jetzt, was ist das Feldstraße? Staudamm jetzt. Er bremst aber ab und fährt die Haarnadel zu. Also quasi wieder zurück. Ja. Komm mit Bronco entgegen. Scheiße, ich hab ihn fast zum Anhalten gebracht, aber alleine. Ich wollte gerade alleine. Ach, schade. Ja. Oh, schade. Auf jeden Fall stiftet er Verwirrung. Da ist ein bisschen rum. Also fährt jetzt. Fährt jetzt Staudammstraße Richtung Feldstraße? Oder nee, es ist schon Feldstraße. Ja, gut. Boah, ich muss gerade überlegen, wo. Gut, er muss jetzt hier weiterfahren. Das weiß ich bereits. Richtung Canyon Forsten, da können wir den vielleicht besser festsetzen. Ja, ich versuche trotzdem mal von vorne ein paar Hits zu setzen, dass er einfach mal langsamer wird. Kommt jetzt gleich in die Driftzone rein. Jetzt in der Driftzone da. Ja, Aster Knick. Ich bin in der Kuppe da, die da ist. Richtung Haarnadel. Ja,
leichter, ganz leichter Frontal-Hit. Ja, wie wir es einfach nicht schaffen, ihn frontal zu hitten, ne? Das ist unglaublich. Ja. Das ist wie so ein... Ich sag ja, ein Porsche kann ich einfach nicht wehtun. Das ist ich sag's dir, ja, wir müssen erst die Scheibenwischermotoren kaputt machen. Dann klappt das. Ja, warum klappt das alles nicht? So kacke. Ja, los, lass uns jetzt hier wieder frontal zu zweit nebeneinander oder so. Aus der Driftzone raus. Selbst dann schafft er es vorbeizukommen. Er kommt wieder auf die Straße zurück. Hier geradeaus, Abkürzung Broncos. Ja, das bringt nichts. Ja, naja. Das ist übrigens mein Haus, was gerade gebaut wird. Ja. Autsch. Jetzt müssen wir ihn fast forcen, ne? Dahin. Ja, Richtung Canyon. Aber was halt zulässt. Der glaube ich keinen Überschlag hier vielleicht bringen. Das er hat so viel Grip auf der Straße, da schiebt er mich gerade weg. Nicht für dich. Über in die jetzt Felsen. Müssen wir uns halt für eine Richtung entscheiden. Da gerade raus runter ist schlecht. Ja, nee, das nicht. Jetzt bei den nächsten links, 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 links. Er drückt mich halt weg, ich kann nichts machen. Jetzt rechts. Nein. Der ist halt schneller in den Kurven. Bremst mich halt gerade aus. Nicht mich. Noch nicht wieder rauskommen lassen. Das wird jetzt aber passieren. Ich sehe ihn nicht. Ja. Stuck. Raus. Schwierig, ey. Müssen die halt schieben. Also nur schieben, schieben, schieben. Das geht jetzt nicht. Ja, das ist so schwierig. Er macht auch einen Fehler. Er macht auch einen Fehler. Steifbomb zünden. In die Felsen. Jetzt in der Haarnadel. Boah. Zustellen, langsam. Ja, jetzt passiert genau das. Was okay. Ja, das war 21. Ja, komm on. Also, sorry, aber das ist halt. Ach komm, das ist doch scheiße. Der wäre niemals rausgekommen. Also, ich habe bei sowas immer stehen dann, weil es unfair ist. Ja, also, das ist ja unfair. Also, sorry. Ach man. Also, das sollten wir, glaube ich, mal eine Regel einführen. Also, wenn man so klar zugestellt ist. Dann ja, das ist eigentlich nie mehr. Ja, also sorry, da stand jetzt alle um ihn rum und er springt halt so raus. Also das ist eigentlich. Ja, ist auch fair. Hauptstraße Richtung Norden, jetzt gerade über die Brücke wieder drüber. Ja, an sich war er Richtung Norden unterwegs, also Tour reparieren, eine Gegenkomm werden, Call. Das Hauptstraße Richtung Norden. Norden gleich wie Goliath. Also ich bin seit einer gewissen Weise, einer gewissen Weile an Andi dran. Fährt ja, fährt ein tolles Bus rein. Nee, Teufelspass. Nein, du wendest. Ja, komm, fahr noch mehr Offroad. Fährt aktuell rückwärts. Kannst gerade wieder da reinwärts abbiegen. Oh, Paul, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ah, da vorne, okay. Ich direkt ich glaube, gleich am Anfang. Ja, ja, ich jetzt wieder Hauptstraße Richtung Norden. Ja, genau. Von vorne. Okay, bin nördliche Schleife. Ich komme gleich zur Kreuzung Richtung nördliche Schleife oder Canyon. Vielleicht Canyon. 30 Sekunden bis Overtime. Doch nee. Fährt geradeaus weiter. Okay, ja. 30 Sekunden bis Overtime, sagst du? Also, ja. Ja, dann repariere ich mich nochmal schnell. Da renne ich nochmal schnell weiter. Ja, jetzt oder nie reparieren, aber. Ja, fuck it. Fahrt ihr auch Richtung Tour? Ja, aktuell schon, ja. Ja, den können wir fast ausbremsen, zustellen. Oder? Ich versuche da nicht. Boah, er dreht sich nicht raus. Langsam, langsam, zustellen. Ja, ich. Ah, er kriegt fast mein eigenes Auto nicht. Ja, ja, es. Er ich zieht sich einfach. Es geht auf meine Kappe. Aber der hat so wenig Leistung, er kriegt die Kakteen noch kaum kaputt. Ja, ich weiß, ja. Seid ihr? Es sind quasi wir sind zwischen Tour und der Hauptstraße, da diesem Offroad-Dings-Weg. Er fährt jetzt gleich wieder auf die Hauptstraße. Richtung Norden oder Süden? Jetzt Süden. Richtung Teufelspass wieder. Bleib ja Richtung Teufelspass forcen, wenn es geht. Ich bin auch Richtung Dorf forcen, das ist eigentlich egal, würde ich sagen. Wenn ihn eigentlich auch ausbremsen jetzt, wenn wir ihn langsam zustellen. Jetzt hinten dran, also wir haben keine Leute hinten dran, das ist dann ja schlecht. Perfekt. Wenn alle vorne sind. Nicht wieder. Versucht, boah.
versucht wirklich ein paar vorne und die anderen stellen von vorne links an den Felsen. Ja. Ja. Den bleiben einfach stehen bleiben, nicht. Du bleibst. Ihr habt ihn. Ja. Manchmal ist es halt leider so, viele Köche oder ein Ray im Bronco verderben den Brei so ein bisschen. Kann man Andi noch? Ein Bronco im Ray? Ich hab Andi verloren. Okay, ja dann. Ja. Aber ich konnte gut mit ihm mithalten, also das erste Mal. Ja, er hat ja auch, glaube ich, einen heftigen Schlag, hat irgendjemand dem gesagt. Hab ich mal, der wollte wahrscheinlich gerade parken für die Kaffeepause und bevor er halt wirklich gestanden hat, einmal voll hinten rein. Okay. Ja, sorry, ich weiß nicht, die letzten Male, wo ich Bronco gespielt habe, jedes Mal, also ich glaube, ich muss das nächste Mal einfach wieder Evo spielen, weil ich habe irgendwie jetzt die letzten Male Bronco echt nicht gut gespielt, irgendwie, keine Ahnung. Aber deswegen, trotzdem geile Teamleistung von euch, auch für den Festnamen, tippitoppi. Und ja, ich hoffe, den Zuschauern hat Spaß gemacht. Und wenn dem so wäre, natürlich Däumchen nach oben da lassen, die anderen Sichten natürlich auschecken, gerne kommentieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich sage danke an alle, die dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.